Hallo und willkommen zurück zu Java. Ja, natürlich geht es weiter mit Reflections, dieses Mal mit Arrays. Wir hatten ja jetzt primitive Datentypen und wir hatten Methoden und privat sogar. Also geht es jetzt weiter mit Arrays, weil die ein bisschen speziell behandelt werden. So, ihr denkt jetzt vielleicht, das hier sind schon Arrays. Nein, ich rede von Integer Arrays zum Beispiel, was passiert, wenn man die jetzt lesen möchte und vor allem, was passiert, wenn man sie schreiben möchte. Gut, dazu lösche ich das hier alles mal, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und ja, zunächst einmal werden wir nicht die normalen Arrays benutzen können. Also wir werden, es sieht zwar so aus wie normale Arrays, aber wir werden sie anders laden. Und das machen wir, indem wir zum Beispiel hier einfach ein E-Array erstellen. Also ganz normal Integer-Array erstellen. Und anschließend sagen wir hier, okay, Array, also das ist wirklich dann eine Klasse Array aus Java-lang reflect.array, das ist diese Klasse hier, die wir dann auch noch importieren werden. Und dann sagen wir hier new instance und ja, hier sehen wir schon wieder, was passiert, was wir hier eingeben müssen. Wir wollen, ja, jetzt haben wir hier oben reflect array eingeladen, genau. So, und jetzt wollen wir hier einen Array-Typen auswählen, also was für ein Typ das sein soll, und dann nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach int.class. Das ist dann ein Integer-Array, was wir hier vorne definiert haben. Da kann natürlich auch ein Byte oder sowas drin, aber Integer sind irgendwie das Häufigste, was man irgendwie benutzt. Deswegen zeige ich euch mal das. Und hier hinten muss dann hin, wie lange dieses Array sein soll, steht ja auch length da. Sollte eigentlich klar sein, sagen wir einfach mal 10. Also das heißt, wir haben jetzt ein Array mit 10 Stellen und kriegen einen Fehler. Ja, warum kriegen wir diesen Fehler? Das ist eigentlich ganz klar, weil wir es noch casten müssen. Array.newInstance nimmt ja hier einen dynamischen Parameter Klasse und liefert dann natürlich von diesem Typ hier ein Array zurück. Das Problem ist, dass newInstance einfach nur ein Object-Array zurückgibt, beziehungsweise sogar noch allgemein, nee, es ist ein Object, und deswegen müssen wir es casten. Ja, und deswegen casten wir das hier einfach in int-Array und haben dann ein Integer-Array hier erstellt, und zwar dynamisch. So, jetzt können wir das natürlich auch ganz normal wieder aus unserer Klasse hier laden. Wie das jetzt geht, zeige ich euch nicht nochmal. Das funktioniert dann genauso wie bei den normalen Integern und so weiter und so fort. Aber was ich euch auf jeden Fall noch zeigen möchte, ist, wie man auf diese Arrays zugreift, denn das geht auch ein bisschen anders. Es geht nämlich auch über diese java.lang-reflect-array-Klasse. Und da gibt es auch wieder Methoden, ziemlich nette Methoden. Und dazu habe ich eben dieses Array hier gebraucht, deswegen habe ich das hier mal erstellt. So, sagen wir, wir haben Array, die Klasse Array, das sind alles statische Methoden übrigens gerade. Deswegen schreibe ich Array groß. Array.set, und dann haben wir hier, was wir wollen, nämlich unser Array, das wir hier reinstecken, also unser E-Array, so, und dann den Index, das bedeutet, an welche Stelle wollen wir schreiben, also sagen wir mal an die Stelle 0, also merkt euch, oder ja, wahrscheinlich wisst ihr es noch, am Anfang steht in jedem Integer einfach 0 drin, das heißt, da steht aktuell 10 mal 0 drin, und wir wollen jetzt an die Stelle 0 hier, oder auch an Stelle 1, ist egal, könnt ihr euch aussuchen, einen Wert schreiben, zum Beispiel 42. Und ja, jetzt können wir das Ganze ausgeben, indem wir einfach sysout eArray an der Stelle 0 ausgeben. So, jetzt lasst uns mal gucken, was da drin steht. Wenn wir starten, steht hier 42 drin. Sehr schön. Das heißt, es hat funktioniert und wir sind glücklich. Nein, natürlich sind wir noch nicht glücklich, wir wollen ja noch mehr machen. Also, wie man es liest, ist, glaube ich, jetzt klar geworden. Allerdings gibt es auch noch eine Array.get-Methode, falls ihr tatsächlich auch ja, so drüber das Ganze lesen wollt. Das packe ich einfach mal hier rein. Und zwar auch über Array.get. Und dann sagen wir hier, okay, wir geben unser Object rein, also eArray. Und wir sagen den Index, also 0. So. Und wenn wir das jetzt ausführen, kriegen wir auch 42 raus. Das hat im Prinzip dieselbe Funktion. Es kommt einfach der richtige Untertyp raus. Dann am Schluss, und Integer können ja ausgegeben werden, wisst ihr ja. Gut. Ja, was passiert jetzt, wenn wir eine Klasse haben wollen, die dann tatsächlich auch Array ist? Also es gibt natürlich für Integer Arrays eigene Klassen. Und ja, so weiter und so fort. Also es gibt für alles irgendwie eine eigene Klasse. Auch für Arrays natürlich. Und deswegen, also wenn ich von Klassen rede, meine ich das hier zum Beispiel, wenn wir hier int.class haben, dann kann das natürlich auch ein Integer-Array sein. Das Ganze ist ein bisschen komplizierter, es ist nicht so intuitiv, dass man einfach int-Array.class oder sowas hat, sondern
Es ist folgendermaßen, ich zeige es euch am besten einfach mal hier. Ich mache das hier wieder raus. So. Wir können das Ganze zwar so machen, indem wir sagen Class String Array, mal was anderes wie, Array, wie Integer, ist gleich und dann sagen wir hier String, die Array-Klammern und dann Punkt Class. Das funktioniert, dann haben wir hier das Klassenobjekt, das ist auch richtig so. Aber wenn wir das Ganze dynamisch machen wollen, was ich euch ja alles schon gesagt habe, dann müssen wir das meistens, weil wir den Namen von dieser Klasse nicht kennen, also String ist jetzt einfach mal ein Beispiel, wenn wir den Namen nicht kennen, dann müssen wir das Ganze mit forName machen und das geht ein bisschen anders. Und da sagen wir dann Class, ja zum Beispiel beim Integer Array ist es schon so, dass man das machen muss, sogar glaube ich, also ich meinte zumindest, weil ja Strings sind ja keine primitiven Datentypen, deswegen kann man das so machen und bei Integers ist es glaube ich so, dass man über forName gehen muss. So, jetzt packen wir das hier rein und zunächst einmal wollen wir die Klasse für einen Integer haben, also i ist es in diesem Fall, ein großes i. Sagt mir, ich möchte den, die Integer-Klasse haben, die ist einfach von der JVM einfach so dargestellt mit einem großen i. Das kann man auch googeln, also das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie geheim ist. Und dann machen wir hier eine eckige Klammer vorne dran auf. Und das sagt mir dann, okay, ich möchte ein Array haben. So, wenn ich das jetzt so lade, dann kriege ich hier die, ja gut, das kann natürlich wieder eine Exception schmeißen. Dann kriege ich hier eine Array-Klasse für Integer raus. Genau, ein bisschen kompliziert und nicht gerade intuitiv. Ihr könnt nachgucken, welcher Buchstabe eure Klasse dann zum Beispiel abkürzt, also die primitiven Datentypen und dann einfach diese eckige Klammer auf, gebt euch an, okay, es handelt sich um Array. Leider klappt das Ganze hier nicht, wenn ich hier einfach diese Klammer weglasse. Das heißt, für Nicht-Arrays funktioniert es einfach nicht so richtig. Ich weiß nicht, warum die von Java das, also Oracle das nicht so gemacht hat. Also wenn ich das jetzt so mache, dann kriege ich hier eine Class Not Found Exception. Könnt ihr gerne ausprobieren. Leider, ja, also ist irgendwie komisch. Ich kann es euch gerade mal kurz zeigen. Also wenn ich das jetzt hier wegmache, dann kriege ich hier die Exception. Und wenn ich es jetzt reintue, upsala, falsch, so hätte ich das gerne. Ja, dann kommt keine Class Not Found Exception. Warum das jetzt so ist, bitte fragt mich nicht. Ich kann euch nur sagen, wie es tatsächlich ist. Ihr könnt das Ganze dann tatsächlich nur über int.class euch dieses, also wie ich es hier oben schon gemacht habe, diese primitiven Typen holen. Nicht so, aber so gehen halt die Arrays und um die geht es ja gerade in dem Video. Genau. So, wenn ihr jetzt tatsächlich auch von nicht primitiven Datentypen Arrays haben wollt und die über Klassenname schreiben wollt, dann macht ihr das Ganze ein bisschen anders. Und zwar müsst ihr dann erstmal hier diese eckige Klammer auf und dann ein L und dann direkt hinten dran den vollen Paketnamen, also zum Beispiel java.lang. Und dann hieß es, glaube ich, String. Und dann aber auch noch ein Semikolon. Und das ist dann die Klasse String und davon ein Array. Also diese eckige Klammer auf sagt euch, okay, es handelt sich um ein Array. Das hier heißt ein Array von nicht primitiven Typen, also von irgendwelchen Objekten. Und das hinten dran ist dann die Klasse. Ja, ist halt so. Ich kann es euch gerade mal zeigen. Es gibt keinen Error. Das heißt, ja, wir kriegen hier tatsächlich die Klasse für Arrays zurück. Es geht aber auch noch ein bisschen leichter. Und zwar haben wir hier oben zum Beispiel schon eine Klasse geladen, also eine Class MyClass, die dieses SumObject hier repräsentiert. Da kann man dann einfach sagen, okay, wir nehmen Array.newInstance, packen hier die, die Klasse rein, also MyClass, und dann die Länge des Arrays kann auch einfach 0 sein. So, und jetzt sagen wir hier einfach, wir nehmen das hier, löschen uns das raus, das brauchen wir dann auch nicht mehr, und sagen hier .getClass. So, und jetzt haben wir auch schon tatsächlich eine... Oh, und das wirft sogar nicht mal eine Exception, das ist sogar besonders toll. Ja, und jetzt haben wir hier schon alles dynamisch erledigt, was wir vorher so kompliziert gemacht hatten. Es ist sogar noch generischer, als wenn man jetzt das Ganze als String eingibt. Aber funktioniert natürlich beide Ansätze. Ihr könnt euch aussuchen, welcher gerade für euch besser passt.
Ich zeige euch auf jeden Fall noch eine Methode, und zwar, wenn man sich bei einer Klasse nicht sicher ist, ob sie ein Array darstellt oder ob sie tatsächlich nur ein Objekt darstellt, also das ist, wie gesagt, man muss da unterscheiden zwischen Arrays und Nicht-Arrays, das machen wir ja die ganze Zeit. Es gibt die Möglichkeit, das Ganze, es handelt sich hier natürlich nicht mehr um Int-Array, sondern einfach nur um ein Array. Ja, es gibt eine Methode, und zwar die Methode isArray. Gibt ein Boolean zurück, und wenn es sich um ein Array handelt, dann ist es halt ein Array, und ansonsten natürlich false, also irgendwie einleuchtend. Ja, und wenn man wieder das Gegenstück quasi machen möchte, also man möchte aus einem Array den primitiven Datentyp, oder nicht primitiv, den Grunddatentyp rauskriegen, also hier haben wir jetzt quasi als Klasse die Klasse von dem Array von SumObjects. Wenn man jetzt hier wieder SumObject zurückhaben möchte, dann sagt man einfach, okay, upsala, Array. Get, upsala, habe ich schon, Component Type. So, und ja, das wird hier genau dieses MyClass wiederum sein, was ja quasi genau so sein soll. Ich zeige euch das gerade kurz, indem ich es mal ausgebe. Sysout. Und jetzt sagen wir hier MyClass. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ich glaube, ja, es funktioniert sogar so. Also man kann die sogar dann tatsächlich vergleichen, weil es davon jeweils nur eine Instanz gibt. Wunderschön. Also wissen wir jetzt hier, dass der primitive Datentyp von dem Array, was wir hier deklariert haben, eine MyClass, also sprich ein SumObject ist. Gut. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt jetzt mit Arrays dynamisch umgehen, wenn ihr sie ladet. Und ja, noch ein Video zu generischen Methoden, und danach werden wir tatsächlich mal klassendynamisch laden. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.